Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 3. Ich habe ja mal ein Menü angefangen, warum weiß ich nicht. Ich mache jetzt einfach los. Kampagne fortsetzen. Als letztes waren wir noch als, soweit ich mich erinnern kann, als Russe unterwegs, als Genosse. Aber ob wir das jetzt schon in die Mission, nee, die haben wir nicht hinter uns gebracht, so wie es da steht. Halte bei geworfenen Granaten nach dem roten Symbol Ausschau. Ja genau, Gegner können dann nach einem Treffer wieder aufstehen. Feuer doppelt, um sicher zu gehen. Wenn ich genug Munition habe, dann mache ich das. Schauen wir mal, ob es heute ohne Probleme funktioniert. Ich hoffe doch mal ja. Und ich hoffe, es lädt mal etwas schneller. Aber genau für diese wunderschönen Ladebildschirme habe ich mir heute mal einen Kaffee zurechtgestellt. Denn ich bin ein leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Und damit kann ich jetzt für mich diese Wartezeiten sehr gut überbrücken. Natürlich für euch Mist. Aber es geht ja schon los. Daran kann ich mich schon mal gar nicht mehr an, erinnern. Aha, jetzt ist los. Cool. Bin ich mal wieder sehr gespannt, was uns heute erwartet. Ich denke, bei dem Spiel haben wir auch nicht mehr so viel Missionen vor uns. Da wir ja schon so ein, zwei Stündchen verbracht haben mit diesen tollen Dingen. Dann heißt es nur noch auf Ende des Jahres freuen, bis Battlefield 4 rauskommt. Und das dann sofort kaufen und hoffen, dass wir hoffen, dass bis dahin schon ein neuer Rechner besorgt wurde. Jetzt bekommen wir das Rechner, wir können noch mehr. Achso ja, wir haben ja eine Bank überfallen. Drin kommt jetzt die Polizei auf uns zu. Klatschen. Wir spielen ja jetzt den Bösen. Die Geschichte des Bösens. Egal wie gut gepanzert die sind, gegen uns sind wir keine Chance. Oh, da steht ja noch einer. Ja, das ist mein Freund. Lass mal lieber unter deinen Baum geklebt. Oh. Das sind wieder Materialkosten, die gerade. Das Maschinengewehr auf 12 Uhr, also geradeaus. Jetzt nehmen wir die wunderschöne Waffe. Und ich bin wieder etwas blind. Ah. Auf die gute alte Tour, einfach nach vorne, mit dem Kopf durch die Wand. Freundchen. Schön, schön, weiter geht's, Jungs. Dann versuchen wir doch mal mit dem Geld zu entkommen. Durch den Popo. Aber wie immer. Uah. Oder wie fast immer lohnt es sich, nicht eine Bank auszurauben. Denn man kommt nie durch. Ja, den kannst du liegen lassen, den geht's nicht mal gut. Oh, den hat's eh beobachtet. Dima ist von uns gegangen. Noch ein Grund, warum es sich nicht lohnt, eine Bank zu überfallen. Sehr traurige Musik gerade. Da werde ich auch erstmal etwas ruhiger reden. Ach.
Clips hat sich die Musik geändert. Der Schmerz von eben vergessen. Und weiter geht's. Genau. Sehr schön, sehr schön. Ich kann jetzt auch eine ganze Weile kein Battlefield 3 aufnehmen, da ich kleine Probleme mit meinem Internet. Ach du Scheiße, erst dann komm, verflucht nochmal. Da will man schon mal was Privates erzählen. Naja, weil ich kleine Probleme mit meinem Internet hatte. Das Internet wollte nicht mal so wie ich, und wenn dann nicht lange. Und ich bin nicht bei der Telekom. Ich weiß sowieso nicht, ob sie schon durchgesetzt haben, dass es schon so einige Verträge damit gibt, dass nur bis 75 GB im Monat. Und was ist denn jetzt los? Erzählt gleich weiter, ich konzentriere mich mal ganz kurz auf diese Situation. Lauf, mein Freund, lauf! Bevor er uns entkommt. Auch noch lebend gefangen nehmen. Ja, das wird nicht ganz einfach. Was geht denn mich da jetzt eigentlich an? Ich bin doch böser. Das interessiert mich da noch nicht. Ob der eine Pumpe hat oder nicht? Ey, du Scheiße. Ja, nix, mein Freund. Bam, bam. Eine Kampfszene wie in einem schlechten Actionfilm. Sieht da so wie die Mädchen zugeschlagen aus. Hab ich jetzt schon wieder verloren? Ja, die Freude ist groß. Bin ein absoluter Battlefield 3 Profi. Aber wir starten ja gleich hier. Jetzt machen wir noch drei Freundchen. Jawohl. Die Sau hat mich bestimmt vor der Bahn gestoßen. Jetzt die Maus und jetzt die Leertaste. Also, das kann man gar nicht beim ersten Mal schaffen. Und? Hier geht's die ganze Zeit um die Bombe, nicht ums Geld. Ich habe sie gefunden. Mission Donnerlauf. Heute bei geworfenen Granaten nach den Roten, das hat man ja vorhin schon. Wo bin ich gerade stehen geblieben? Telekom. Ach ja, mit den neuen Verträgen, was sie sich ausgedacht haben, dass nach 75 GB dann die Kapazität der Laufgeschwindigkeit vom Internet runtergesetzt wird, drastisch. Finde ich nicht gut. Haben sich ja auch schon viele drüber geäußert, ich habe mich jetzt auch nochmal drüber schlau gelesen. Und finde ich selber ein bisschen sehr überheblich und frech, dass... Und sehr mutig, dass sie sich das erlauben. So, das kann ich jetzt gleich wieder wegdrücken. Vor 10 Stunden. Ja, und ich hoffe ja, dass die noch ordentlich auf den Arsch damit fallen. Weil ich meine, das kann ja nun wirklich nicht sein. Vor allem, weil die Konkurrenz mittlerweile so groß ist und so lange wie... Männer, weg mit dem Dino, wir müssen los. Ein schöner Dino. Thank you.
Ja, dann nur noch Humor. Jetzt hab ich schon wieder vergessen, was ich gerade sagen werde. Telekom. Hier Anvil 66, Startmission für Einsatzziel Alter. Vorrücken und berichten, Alter. Ach ja, das ist. Verstanden, Führung Anvil. Rücken vor zur Demarkationslinie und berichten, out. Dass die Telekom hoffentlich damit mal auf dem Arsch fallen wird. Verstanden, Führung Anvil. Miller, bleib mit deiner Spur. Ja, es ja eh heutzutage sehr, sehr große Konkurrenz gibt und solange wir die. Nein, Scheiße, was war das denn? Sieht nach sowjetischen B-21ern aus. Alte Raketentechnik. Nicht sehr präzise, aber mit etwas Glück könnten sie den Tag versauen. Und solange wir die nicht nachziehen. Alle Kämpfer, hier ist Führung nicht. Was ist nicht? Deshalb sind wir hier. Bin ich halt ruhig. Miller, hörst du mich? Auf Station. Verstanden. Fahrer, mit Vollgas ausrücken. Schön losgehen. Mein Ziel ist schon total unruhig. Okay, haben Bereitschaftsgrad 1. Enzo 31 und 33. Irgendwelche sich kontaktieren, bitte melden aus. Negativ, noch nichts. Okay, alles zuhören. Wir sehen Paul und Feinde. Jetzt beruhigen. Ja, solange wir die nicht mitziehen, werden wir damit hoffentlich nicht durchkommen. Ja, ich bei der Telekom hätte ich jetzt spätestens jetzt gewechselt. Ja, das ist schon eine Frechheit, vor allem gerade wenn man. Gerade wenn man so ein Mist wie ich mache bei YouTube, Videos hochladen. Dann sind 75 GB ein Witz oder mal ein paar Videos angucken oder lass es selbst Facebook sein. Lass dann nichts mal mit täglichen Facebook surfen. Das Problem hatte ich früher schon mit meinem Handy. Und dazu noch das iPhone 4. Ganz neu geworden, was mich richtig gefreut hat. Mensch, jetzt habe ich endlich ein geiles Handy, kann ins Internet. Jetzt lass ich mich auch nicht mehr unterbrechen lassen. Ja, und bei Zeiten war da immer ein Spaß immer vorbei. Ich meine, mobil waren es dann nur, was hatte ich dazu mal? Lass mich lügen, 5 GB. Und es waren 3 Tage, waren die dann futsch. Und wie sie es dann reduziert haben, die Geschwindigkeit, da bist du schneller, wenn du Briefe schreibst. Okay, haben Bereitschaft gerade 1. So, ich werde jetzt erstmal wieder mich etwas aufs Spiel kommen, ja. Für meine Verhältnisse haben wir heute schon ziemlich viel geredet, das reicht erstmal wieder. Das ist ein das wunderschöne Spiel gewesen. Verdammten Panzer. Identifiziere mehrere Panzer. Komm schnell näher. Feuer! Anstieg an Feuer! Unterwegs! Das finde ich immer sehr, sehr schwer, Panzer aus der Porta rauszutreffen. Und die mich treffen natürlich. Weil die mich treffen auch. Das sind aber drei Profile. Und ich treffe irgendwie keinen. Jawohl. Stehen unter Beschuss! Gibt's auch gar nicht. Jawohl. So, meine Freunde. Einer nach dem anderen, sag ich. Streifschuss! Und hier sieht alles okay aus! Ziel zerstört! Ziel! Identifiziere letzten Panzer! Feuer! Jawohl, Ruhe. Mach diese Arschlöcher jetzt endlich kalt! Ich dachte, wir sind kaputt. Alle Endestationen. Feindliche Panzer im Sektor zerstört. Vor uns ist gut. Tempel 31, wir sehen über Thermobilen Feinde auf Absicht der Tour. Habt ihr erwischt? Keine Ahnung. Miller, wechseln zur Thermalsicht. Nach links. See. Oh yes. Fahrer, bring uns hier raus. Scheiße.
frage ich mich, ob ich die ganzen Panzer zerstören muss oder einfach nur Beine in die Hand und fort. Ist auch lustig, wie es die Panzer jetzt auch ist. Ja, das war doch gar nicht ganz so schlecht. Wenn wir uns mal zum Einsatzort bewegen. Und man sieht, mit uns sollte man sich lieber nicht anbieten. Ausnahmsweise mal. Ich nehme mal einen kleinen Schluck Kaffee. Aufpassen! Ja, und jetzt? Benzin alle. Feindliches Feuer, alle Endestationen. Halt, halt, halt. Linienformation, ich wiederhole. Linienformation. Warte auf meine Befehle. Halt, stopp. Alle Envel-Einheiten. Geh auf Merkübertragung. Merkübertragung. Wir sind über euch und stellen Drohnenübertragung durch. Geil, was ist jetzt so? Envel 3-1, die Raketenbatterie ist euer Primärziel. Luftnahunterstützung auf Station. Verstanden, Führung, Anvil. Halten uns bereit für Bombardierung. Na dann. Was für ein beschissener Bienenstock. Okay, Miller. Markier das Ziel. Ich meine, boah, LKWs. Anvil 3-1, wir markieren eure Stelle. Luftnahunterstützung ist in 5 Sekunden da. 2-3 Panzer, das hätten wir auch schon zugepackt. Los geht's. Meiner Meinung nach. Aber mich fragt er wie immer keiner. Einsatz abgeschlossen. Minimale Schäden an feindlicher Position. Wir ziehen jetzt ab. Over. Das Minimale ist aber nicht gültig. Verstanden, 3-1. Werde Ultra 3-4 unterrichten und sofortigen Neuangriff vorschlagen. Führung Envel muss sich eventuell darum kümmern und die BDM-Stellung angreifen. Out. Lade Heat! Alle so, zerstöre die feindliche Raketen. 3-2-Division, Scheiße! Ja, das ist wirklich Scheiße. Division 6-6, 3-2-Division, ich mag solche Situationen immer nicht. Alle Mann weiter angreifen! Weiter angreifen! Ich bin immer so übelst nervös und ich weiß, jeden Moment gibt es Schießen und dann ist die ganze Scheiße wieder von vorne. Wie oft ich hier reinquatsch, das ist schon Wahnsinn. Schieß. Da haben wir denn ja noch so einen Rechtdachs. Ich würde am liebsten aussteigen und wir alles nieder in die Mädchen, aber das geht mal wieder nicht. Fahrer, bring uns hier raus! Los! Jo. Bin ich der gleichen Meinung. Ich hab noch so einen Spinner. Aussteigen, wenn alles okay ist. Stehen unter Beschuss! Alter Schwede. Oh Mann, Freunde, es tut mir sehr leid, dass ich echt so mega schlecht bin. Aber ich habe es wirklich noch nie gespielt hier. Daher stelle ich mich immer sehr, sehr dusselig an. Sei nachsichtig. Wie immer. Geduld. Ist auch schon richtig warm. Oh,
Freunde, dann sprecht doch mal wieder richtig, was ich hier machen soll. Also ich finde ja die Informationsaustausch hier funktioniert nicht wirklich. Oder ich bin einfach zu dumm. Oder hätte nicht immer reinquatschen sein. Oder. Die haben uns am Arsch! Ja. Im Arsch, mein Freund. Sag mal, kommt, wenn alle stehen draußen, außer ich. Ich muss mit den scheiß Panzerung vor. Dann lass mich doch mal raus aus der Scheißkiste. Meine Fresse, zerstöre die feindliche Raketenbatterie. Greift das Wüstenorgan. Ja. Ich meine, wenn ihr nicht stehen würdet, hinbewegen oder bewegen, dann würde ich einmal hier nachhauen. Das ist eine Batterie. Ach, jedes Mal vor der Aufnahme freue ich mich immer richtig. Ja, nur endlich wieder mal Battlefield 3. Und dann maßlose Enttäuschungen. Weil ich es einfach nicht auf die Kette kriege. Sind alle ausgestiegen. Du kannst mir nicht erzählen, dass ich hier nicht aussteigen muss. Oh. Ich bin hier, lass mich raus, versucht aus. Mach bei den scheiß Panzer kaputt. Damit ich ja noch 5 Stunden rumstehe. Ja, schön. Das ist ein Spinner. Das war wohl der Schlüssel, einfach nur ein Stückchen vorfahren. Kann man ja nicht sagen, wenn jetzt sowas wie Pinguin so raus. Oh. Danke. Was finden wir da nette Müller mit den wunderschönen Dino? Oh yes. Ich breche mal ganz kurz die Aufnahme ab. Ich muss noch was umstellen. Kleinen Moment.